Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Let's Play Legend of Zelda Peril Ohr Worlds. So, mal sehen, wo wir heute weitergehen. Ich werde das erstmal als Testaufnahme laufen lassen. Ich weiß nicht, ob ich das mache. Ich hatte in den letzten ein paar Aufnahmen. Ich habe jetzt einige im Voraus durchgeschossen. Und auch diese kommt weit in die Zukunft, in der Zukunft erst heraus. Ja, ich hatte mal ein paar Probleme mit dem Sound. Mal war ich zu leise, dann war ich zu laut. Nee, zu laut war ich eigentlich nicht. Dann war das Spiel zu laut. Gut, aber wir gehen erstmal weiter. Ich mache hier einfach mal weiter. Wir müssen heute nämlich dahin. Ich komme ja von überall dahin, aber ich weiß nicht mehr von wo. Deswegen gehen wir einfach mal direkt. In der Hoffnung, dass wir schon richtig ankommen. Uah, natürlich. Na komm her, Rebüschchen. Aua, so war das nicht geplant. Uah, okay. So, einmal dem Handelsweg entlang. Jetzt müssen wir irgendwie nach nach Südwesten kommen. Bau, bau, schön. Ich war viel zu leise letztes Mal, das ist mir schon aufgefallen und die Musik war zu laut. Aber eigentlich habe ich in den Einstellungen nichts verändert, auch heute. Auch heute, aua. Wenn sich alles gleich anhören, wenn sich alles anders anhörte, hören sollte. Mann! Wie sonst? Auch noch gleich zwei, weißt du? Also nochmal. Jetzt haben wir den Text vergessen. Auch wenn ich heute normal klingen sollte und letztes Mal zu leise, ich habe nichts, betone nichts an den Einstellungen verändert. Umso merkwürdiger ist es dann, wenn ich die Aufnahme rendere, denn erst nach dem Rendern habe ich das manchmal. Was ist denn? Alter! Haust du ab! Sonst sag ich statt der Mutter. Oh! Alter! Diese Piepmätze, ne? Nochmal! Mann! Hab ich schon mal gesagt, dass ich diese Welt nicht mag? Das habe ich letztes Mal nicht gesagt. Letztes Mal war es auch schon. Es war bestimmt 3 Uhr nachts oder so. Das ist ja ein bisschen spät aufgenommen. Ja, ich muss ja einiges im Voraus schießen. Ihr wolltet, dass täglich einer rauskommt. Also, wenn ich euch sage, dass wir immer noch Mitte Dezember haben und ihr die Folge jetzt wahrscheinlich Anfang Januar seht, dann ist es einiges im Voraus. Die Tipps sind mir natürlich dennoch gerne wahr. Ja, bloß befolgen kann ich es erst später, weil ich einfach schon so viel geschossen habe. Vielleicht ist das auch schon passiert. Ihr habt mir den Tipp quasi richtig gegeben. Das kann ja, aua, auch sein. Ich habe dich doch schon getroffen. Was ist denn? Jetzt bin ich aber vorbereitet. Schnauze voll. Boah, wie viel braucht der denn? 6 Schläge für so einen Vogel? So ein Geier? Genau so mag ich das. Oh. Ist da gerade der Sound abgeflacht? Egal. La la la. Aua. Da war ich schon drin, da war der Wahrsager. Hier nicht. Komme ich hier gar nicht rein? Mach mir auf die Pforte. Weg. Sonst haust du kaputt. Auf den Kopf. Ich wollte heute noch Tumbles aufnehmen. Ach, hey. Jetzt habe ich endlich wieder ein bisschen mehr Zeit. Und auch wieder nicht, denn ich muss jede Menge rendern, jede Menge bearbeiten. Nee, jetzt so beruflich wegen habe ich wieder ein bisschen mehr Zeit gerade. Deswegen nehme ich auch gerade im Akkord auf. Damit das alles hübsch wird nachher. Bin ich hier noch ganz richtig? Nee. Egal, dann gehen wir mal zur Hexe. Wir werden schon, aua, ankommen. Ach. Ach, die kann ich ja bearbeiten mit diesem. Die Jungs. Weg. Weg. Mann. So, Hexe. Das war keine Beleidigung. Das war eine Tatsache. Ach so. Hä? Eisiger Strandpfad? Bin ich da nicht richtig? Wie komme ich denn da hoch? Warte mal. Ist gerade ein bisschen merkwürdig. Komme ich da gar nicht hin? Sekunde, das müssen wir mal prüfen. Ja, geh doch mal weg. La 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 la. Badababa. 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 Wo muss ich denn lang?
Kann ich das kaputt machen? Yep. Dann, ich dachte, das wäre das Haus. Aber das ist das Haus gar nicht. Oh. Das ist nämlich das Hexenhaus. Hier müsste aber noch der Händler drin sein. Jo. Guten Tag. Hier, probier mal. Dankeschön. Und weiter geht's im Text. Wo geht's hier lang? Weg. Tschüss. Da ist ein Baumstamm. Ach. Verzeihung, da kommen wir da ja gar nicht hin. So ohne weiteres. Aber hier sind wir in Seeruinen. Hier sind wir auf jeden Fall goldrichtig. Pling! So, Freunde. Da haben die Frames ein paar Probleme. Oh, es hat aufgehört zu schneien. Es hat aufgehört zu schneien. Wie geil ist das denn? Endlich kein Flimmern mehr. Ich kann wieder mit 60 Frames aufnehmen. Nee, konnte ich schon vorher. Ah, Moment, ich wollte mal speichern gerade. So, heute mal auf den anderen. Geh nochmal gucken. Okay. Kein gefährlicher Raum am Anfang. Was ist das denn? Ich bin enttäuscht. Da geht's durch. Tada. Nö, ist klar. Ist klar. So als Zwischenmonster. Das ist auch klar. Komme ich hier an dem vorbei? Ich versuche mal einen Weg zu finden, ohne. Ich muss den als erstes. Was ist das denn? Ich lade nochmal. Ach so, ups, das war der falsche Stand. Verzeihung. Mann, heute habe ich aber einen Frosch. Okay, haben es erst mit ihm hier zu tun. Ach Gottes Willen. Ja, pass auf. Ist der jetzt ausgegangen? Ist ausgegangen. Wenn das nicht so lecken würde, ne? Ja. Ach, ich kann das ja schützen mit dem Schild, ja richtig. Ausgerechnet der, weißt du? Alle anderen wären mir fast egal gewesen, aber er, Imsen. Ich habe ihn getroffen. Shit. BTF. Das ist der zweite Raum. Das ist der zweite Raum hier. Ach so. Natürlich. Genau, stell dich auf mich drauf. Ist gar kein Problem. Der frisst mir alle Feen am Anfang. Was soll das denn? Können wir nicht noch einmal über die Schwierigkeit des Spiels reden? Mann. Es wird ja auch mal Zeit. Alter, jetzt will ich ein Herzteil haben. Ist klar. So ein Bossmob hier an der zweiten Tür klemmen. So. Ich muss heute ein bisschen öfter speichern, denke ich. Vielleicht sollte ich nochmal raus und eine Fee holen. Jetzt sag ich das wieder da. Dann heul ich. Hä? Ach, da war eine Tür? Okay. Nochmal eine Tür. Immer die Augen offen behalten. Du Scheiße. Ach. Ich mag diese Räume mit den Stacheln. Ganz ehrlich.
Die sind mein Wunsch. Mein innigster Wunsch schon immer gewesen. Ja. Okay, hier geht es also weniger um Monster, sondern mehr um Knüffel. Knüffellein. Jetzt. Ich werde mich auf jeden Fall. Moment, können wir das nochmal. Nee, können wir nicht. Ja, irgendwie muss ich ja durch. Stacheln. Ich mag Stacheln. Sind mir so schön spitz. Alter, wenn hier noch ein Boss kommt. Ne? Noch einer. Ich hau den Entwickler. So. Da ist eine Treppe. Da sehe ich nichts. Das geht bestimmt nach Hause da drüben. Deswegen gehen wir hier lang. Ich bin das jetzt richtig gemerkt habe. Puh. Okay. Was? Nee. Nein. Nein. Das ist wahrscheinlich nur ein Rückweg. Oh, ich sollte mal speichern. Moment. Ich werde heute wieder einfach alle Save States ausprobieren. Ach so. Sag nicht, ich brauche hier den Stab, den tollen. Scheiße. Hey, pling. Ach so, die Statue. Na, natürlich. Ey, der ist schon drauf. Okay. Nochmal speichern. Ich nehme halt wieder alle Save States, glaube ich. Bis auf einen. Wenn die Aufnahme nichts geworden ist, den muss ich behalten. Als wenn es eine Sekunde länger dauert beim Speichern, dann Entschuldigung, aber es liegt dann halt an meiner Sicherheit quasi. Okay, alle hält er nicht aus. Ihr wollt es aber wissen. Ach so, natürlich. Die können auch nach unten schießen. Ein Herz. Ich muss wahrscheinlich die Dinger erstmal abwarten. Ach, da ist ein Teleport, den habe ich ganz übersehen. Ja, dann gehen wir da mal hin. Ja. Da haben wir noch zwei Feen. Verschlossen? Wenn du den großen Schlüssel hättest, könntest du sie vielleicht öffnen. Ja, denk mal drüber nach. Wie komme ich jetzt weiter? Ah, mit dem Haken. Er hätte ja wenigstens ein Herz geben können. Komme ich hier? Kann ich? Ach, ich hätte da... warte mal, wir laden nochmal. So. Jetzt bin ich mich hier unten. Pick, 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 pick. Und kann hier noch einmal nach drüben. Jetzt hier noch einmal nach oben. Wupp, wupp. Und weiter. Herr Professor. So. So, ich lasse mir jetzt mal Wasser ein. Es wird ja auch mal Zeit. Ich habe hier wirklich nur eine Dusche. So, komme ich hier noch? Nee. Speichern lohnt sich ja fast nicht. Na gut. Seltsame Frames hier. Also irgendwie sind die Dinger hier komisch gesetzt. Naja. Eine Kiste mit einem großen Schlüssel. Wetten? Du hältst eine mysteriöse Tafel. Die Benutzung dieses Items ist ein Geheimnis. Für jeden. Bitte? Ich habe ein X bekommen. Ich habe eine Karte bekommen mit einem X. Hallo? So, und was bewirkt das jetzt? Und diese Karte? Ich kann da nicht mal hin. Ich habe eine komische Karte bekommen, von der ich nicht weiß, was sie eigentlich soll. Und es scheint der erste von drei Gegenständen zu sein. Wobei ich bei jedem der drei nicht weiß, was sie sollen. Im guten Wissen und Gewissen werde ich... Oh, ist so klar.
Ach so, das geht auch. Nein. So wollte ich. Ach, das geht nicht. Wow. Ach, shit. Nochmal laden. Wie der immer hinfällt, ne? So. Ich wusste gar nicht, dass ich während des Schwertladens auch schieben kann. Machen wir dann gleich. Erstmal mit dem Hammer kaputt kloppen. Oh. Ach. Die Statue schützt mich nicht, ist klar. So, weiter. Weg, 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 weg. Ah, da ist noch so ein Topf. Schloss. Okay, ich sehe ja blendend aus. Hab noch 2 von 3 Feen. Mal gut, dass wir die Flaschen schon gefunden haben. Es ist dunkel. Nein. Ne. Habe ich noch gespeichert? Ja. Ich glaube, das Wasser geht nicht kaputt. Das fliegt einfach immer irgendwo hin. Und zwar zu mir. Ich will doch noch mal gucken, was hier drin ist. Lass mich mal gucken, Mann. Alter. Alter, lass mich doch mal gucken. Ah, hier geht's runter. Da gehen wir erstmal lang. So rein, Profi-Dings. Ne. Eh. Ach, die Dinger. Geben die wenigstens Herzen? Hier ist nichts weiter. Ach, guck mal, die sind voll im Dunkeln. Na schön, nochmal speichern. Kann man gar nicht oft genug machen. Ich nehme jetzt auch mal den Silben. Damit ich auch absolut keine Chance habe, wenn ich mich verlaufen habe. Ja. Ich habe noch geschlagen. Nochmal. So, pass auf. Jetzt muss ich erstmal den Wasserklatscher abwarten hier. So, wird's nämlich gemacht. Ich hab doch geschlagen. Mein Herz. Weg. Oh. Das ist ganz einfach, ist gar kein Problem. Was soll ich hier? Ist nichts. Ah, Kiste. Der große Schlüssel. Jetzt kannst du die große Kiste öffnen. Oh Mann, yeah. Wünschen wir mal eine große Kiste. Große Kiste haben wir noch gar nicht gesehen. Ich wollte eigentlich die Türen aufmachen. Weg, 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 weg. Jetzt aber schnell. Oh, meine Güte. Meine Fresse. So, jetzt habe ich es gesagt. Wo gehen wir denn jetzt hin? Wir müssen auf jeden Fall erstmal zurück. Hier ging es irgendwo nach oben. Da gehen wir nochmal gucken. Den schiebe ich aus Prinzip nicht, weil ich keine Zeit habe. Guck mich lieber... Aua. Nochmal an den Stacheln um. Eine Bombe. Da links bewegt sich was. Oh, überall Wasser hier. Nein. So, dann gehen wir hier nochmal hoch. Wo lang? Kein Plan. Muss lang. Geht. So, pass auf. Da hier ja sowieso nur TÜNF drin ist, kann ich das erstmal aufmachen. Ich speichere hier nochmal ein. Schnell. Hat ja keiner gesehen. Ich könnte auch... ich könnte auch rennen. Das habe ich aber gerade mal gelassen. Da ist ein... Aber die kriegen die auf, ne? Nee. Mist. Au. Ach so. Das habe ich ja vorhin ganz übersehen. Oder wollte es übersehen. Na, nu, hi, ha, Bombe. Puh. Ja. Wieso sollte ich diesen Hebel noch einmal hebeln? Ich habe noch nicht mitbekommen, wieso ich überhaupt den benutzen sollte. Ich lade gerade nochmal. Wir haben den großen Schlüssel. Mist. Ich muss hier bestimmt irgendwo was bomben, aber wo? Ich bekomme ja immerhin Bomben. Ach.
Dass ich auch immer nur mit zwei Herzen durch die Welt laufe, ne, das nervt schon so ein bisschen. Mann! Da brauchen wir noch einen Schlüssel. Hier haben wir keinen Schlüssel. Ich will mal zu diesem Wasserfall. Wir werden jetzt ein paar Mal laden, das ist ja gar kein Problem, das macht man ja in der heutigen Welt. Da komme ich nicht lang. Da kommt noch was raus, da komme ich nicht rein. Hier komme ich nicht mehr rum. Hier waren wir auch schon, die Tür geht gar nicht mehr auf. Ja, das ist ja prächtig. Jetzt könnte ich natürlich den Schalter nochmal schalten, aber warum? Tja, dann kann ich auch nochmal laden. Dann habe ich wenigstens das Herz noch. Zumal ich immer noch nicht weiß, wo. So. Ich weiß immer noch nicht, wozu diese Dings gut sein soll. Dieser Mechanismus dort drüben. Da ist auch eine Tür, durch die wir nicht durchkommen. Ich speichere nochmal.